Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf der Marsch, der Nordfriedhof Marsch. Version ist 1.4. Wüsste jetzt gar nicht, ob es 1.5 geben würde. Dann müsste ich das mal kurz mal schauen. Das werde ich dann nachtun. Also, ich habe einmal ganz kurz den Wasser hier einfüllen und dann mit einem anderen LKW, ein bisschen freischubsen. Wir haben uns komplett auf die Leitplanke gesetzt. Komplett heißt zu 100%. Also keine Chance, irgendwie freizukommen. So, und das geht leider nur mit praktischer Gewalt. Würde man normalerweise so nicht tun, aber hier ist ja auch nichts normal, ne? Da muss man auch theoretisch sagen, okay, rufen wir an, kommt ein Berg, kommt ein Kran mit Bergen, ne? Also zum Bergen, ne? Also schwer das Kran, ne? Müsste ja normalerweise funktionieren hier. Müsste. Ja. Gut, den fahren wir verkaufen zum Lidl, ne? Wie geplant. Reparatur muss auch noch gemacht werden. Ist er noch fest? Das ist nämlich so, wenn er nicht fest ist, dann fliegen die aus der Kurve, ne? Und das ist schlecht. Wenn ich der Spur folge, komme ich auch zum Lidl. Hier unten links ist der Hafen und hier sicherlich das Gelände für die neue Lager. Aber ein nach dem anderen, ne? Hier ist auch ein Platz für ein Gebäude. Ich weiß gar nicht genau, was für eins vorgesehen ist. Ich glaube irgendwas mit Fabrik für Verpackung. Ah ja, genau. Ist immer was gewesen. Im Grunde ist ja, kann ja jeder bauen, wo er möchte. Das ist das Gute dabei. Man muss ja nicht, ne? Also ich werde aber wahrscheinlich das Ding da bauen, wo jetzt der Tagschütze herkommt. Und zwar an dem Sägewerk. Um da möglichst kurze Wege zu haben. Sonst fahren wir uns ja doof und dämlich, ne? Da liegt noch Bier draußen. Junge, wieso? Eine ganze Reihe, das ist ja richtig teuer. Wir hätten noch mehr verdienen können. Junge, das ist ja Wahnsinn. So drinnen trägt er normalerweise die ersten. Das gibt's doch gar nicht. Wir hätten noch mehr verdienen können. Der Doppelte. Womit ich da ranfahren, das ist auch nichts. Ist da drin der Trigger normalerweise, dann muss er an der Wand hinten dran sein. Scheiße. Muss mal schubsen, so dicht dran. Mal schauen. Dann mal dicht dran fahren und dann. Ah ja, jetzt geht's weg. Jo, das ist ja richtig eine Freude anzusehen, wie das weggeht. Ne? Mit
Mit Palette. Paletten nehmen sie auch ab. Das ist gut. Weil besser wäre ja, die Paletten mit behalten, könnte ich sie verkaufen, ne? Alle Dinge im Preis mit drinne. So, normal, der Spaß. Warum fängt er jetzt nicht an? Aber er fängt schon an. Aber zu sehen ist nicht. Ah, jetzt geht los. Ah ja, jetzt geht er. Oh. Palle ist erst später animiert, ne? Also. So, jetzt haben wir schon mal die Produktion für Kartons. Nicht in Tasche, aber es kommt. Fässer noch hinterher, woanders aber, ne? Halt. So, jetzt haben wir links. Wir vorne rechts gefahren, glaube ich, ne? Hier ist der Baumarkt, welche Paletten verkaufen können. Ja. Aufnahme läuft? Läuft. Temperatur geht auch. Was ist hier vorgesehen? Ich weiß es nicht mehr. Aber der Schlachthof muss in der Nähe der Schweine sein. Sonst wäre ja. Denn die Schweine sind ja auch so groß und der Hänger so klein. Muss mal gucken, da hinten wir hin, ne? Da wie da. Eine Straßenunternehmen an der Straße bauen lassen hier. Na gut, geht also auch. War das hier der Bäcker, ne? Bäcker. Der Bäcker. Bäcker. Wo ist Bäcker? Ach, das war noch Seiten früher am Bau zu Hause. Ja, so Malz. Wasser. Hier vorne noch fertig. Wo hinten gehen. Kommen wir hinten noch gut ran? Wir müssen mal gucken. Am besten da hinkommen. Oder nicht? Oder war es da hinten irgendwo? Da ist er doch schon. Bierfässer 20.000. Ich dachte erst, ich muss alles von da wegfahren, ne? Dachte ich erst, ne? Oh, da so ein Shit. Da brauchst du einen Stapler. Oh, doch nicht. So. Cent. Da haben wir es. Unser Fässchen, ne? Für den großen Durst, ne? Also. So. Machen wir unseren Getreide zum Verkaufslager. Mal gucken hier, wie ich mir ziehe. So. Die drei da noch. So vom Prinzip her geht gut ab, zum einen aufzuladen, ne? Also.
Und voll. Wer will's haben? Freiwillige vor. Ja, speichern ist gut. Bierfass. Edeka. Große Edeka. Da hinten. Was weg. Alles frei Haus. So. Aha, nächsten Monitors. So. Mal gucken, am besten fahren. Da rechts. Können wir gleich rechts fahren hier. Den Hafen noch ein bisschen weiter, denke ich mal. So, Blinker raus und rüber geht's. Aber wir vorsichtig. Bumm. Doch gesagt, vorsichtig. So, Bier kommt. Bier. Rechtzeitig zu Weihnachten. So. Ist auch ideal. Schön dicht dran. So ein bisschen zurück und dichter ran, vor allem, dass da wieder alles drin ist. Ne? Ist vor allem schön gemacht, dass sie auf Länge genau hinpasst. Dass wir da groß und ganzen nicht nacharbeiten müssen. Ne? Passt genau rein. Klingelt die Kasse. Freut mich. Jetzt können wir die Papierproduktion aufbauen, ne? Das können wir ja gleich machen. Das ist herrlich. Wenn wir die haben, können wir eine Hackschnitzel hinfahren. Und wenn wir Hackschnitzel hingefahren haben, können wir eine Papier. Ja, Einnahmen Ernte, 2.200.000. Na, hat er alles verkauft. Oder was stehen gelassen. Mal sehen. Eine Fuhr haben wir noch. So, gucken, wo waren wir? Rechts, rechts. Und vor allen Dingen können wir diesen fahren und mal gucken, dass wir die Strecken kennenlernen, richtig, ne? So nach und nach. Und hier sind wir noch im Bereich, der einfach sind. Von daher ist es eigentlich noch nicht ganz so dramatisch, wie wenn wir in den Bereich kommen, wo der Vierfach ist, wo ich ja früher noch nicht so viel war. Und demzufolge ist mir das alles noch komplett neu. Nur zum LS21, ja, sag mal so, wäre auch mal eine kleine Veränderung vielleicht schön. Also, dass man hier nicht 1:1 wiederholt, sondern irgendwas anderes macht. Aber wiederum ist es auch trotzdem nicht schlecht. Man muss ja auch sagen, dass die Gebäude auch, weiß ich, ob die alten von 17 genommen hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die 19er alle HD sind und das ist ja entsprechend auch zu sehen. So, dann werden die auch alle, ne? Weiß, ob es noch da
Malz muss auch noch weiter reichen, Wasser auch und der Paletten auch. Dann müsste man eigentlich noch sagen, okay, das könnten wir noch einmal produzieren, ne? Dann hätten wir nachher Frühling. Dann haben wir 200.000. Könnte die reichen für Produktion Papier. Und wenn wir das näher haben, können wir näher haben wir auch bestimmt näher noch sicherlich das Geld bald zusammen für einen Schlachthof. Die Zeit ist ja hier, spielt ja mit, ne? Wenn wir eine Nacht durchspielen, im Prinzip auf 30, sollte wieder mindestens je eine Fuhre vorhanden sein. So. Wir wollten mal sehen, Bierkasten, Bierfass. Mal die Preise im Kopf behalten, bei 2000 guter Preis oder nicht, ne? Eigentlich müsste Bier eigentlich im Sommer besser gehen, ne? Obwohl die meisten kaufen ja immer dann, wenn es Aktionen gibt, ne? Rabatt, ne? Also nicht zum Höchstpreis, ne? Ich denke mal, die verwenden sich trotzdem ganz gut. Denke ich mal. Geht ja um die Menge, ne? Also große Brauereien produzieren ja viel günstiger als kleine, ne? Weil sie ganz anders einkaufen können. Sie können mehr durchlaufen lassen, ne? Aber sie brauchen auch einen Absatz, ne? Wenn das keiner trinkt, zu wenig trinkt, dann ist auch schlecht, ne? Dann werden sie nichts los, ne? Dann können sie die Anlagen nicht auslasten zu 100%. Aber das müssen sie alle selbst wissen. So. Kriegen auch die Kurve hier, ne? So, kommt die nächste Ladung. Mal sehen, was alles verkauft wurde. Ansonsten kriegen wir ein bisschen Geld. Dann könnte man noch OBS-Platten verkaufen. Und anderes Krimskrams, ne? Leerpaletten verkaufen wir mal nicht, die werden wir brauchen. Und den Rest sehen wir nachher, ne? Nächste Straße. Ich weiß, ich fahre links, aber ich verkehre jetzt ja aus. Das nervige Tute muss ja nicht sein, ne? Da alles verkauft. So, gleich hier auf dem Bürgersteig hier. Warum sich quälen, ne? Da sind wir. So, liebe Schauer, das war's für heute. Ich sag mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ich danke fürs Reinschauen. Ja, es geht in der nächsten Folge weiter mit Bierverkauf. Der Bierverkauf ist fertig. Dann fahren wir zum Hof. Und dann bauen wir nachher das nächste Gebäude. Tschüss.